Ja, guten Morgen, Leute. Es ist jetzt 6:30 am Morgen. Habe ich einen leckeren grünen Tee. Ja, das wird wieder mal so ein Tauchvideo. Denn ich habe richtig Lust drauf, ja, etwas zu reden, ja, wie ich das Leben hier in Thailand mittlerweile, ja, nach, ja, guten 3 Wochen so finde. Die Neue und ich sind ja eigentlich jeden Tag hier seit einer Weile jetzt immer bei der Familie, bei ihr daheim. Und da bekomme ich das Leben natürlich hautnah mit von so einer, ja, typischen thailändischen Familie. Das Leben ist hier ja sehr reduziert. Ja, was mir am meisten auffällt, ist, dass man, wenn man eine Weile so lebt, wie die Thailänder hier meistens eben so leben, man wird etwas abgehärtet. Ja, da denkt man, also ich denke da immer wieder dann an unseren Luxus in Europa. Ja, das kann man in keinster Weise oder ja, kann man kaum vergleichen. Überhaupt nicht. Ja, also das Leben funktioniert so hier auch und ich finde, ja, bin mir sicher, die Thais, ja, sind hier eben abgehärtet, nicht verweichlicht und so weiter. Ja, es ist jetzt vielleicht etwas übertrieben gesagt, aber etwas trifft es schon zu. Ja, und dadurch, dass die Leute hier relativ wenig besitzen und sehr, sehr einfach leben, sehr einfach mit einfachsten Mitteln kochen. Aber apropos Kochen, das ist hier super schön. Wer die vorigen Videos von mir gesehen hat, ja, die wissen, wie die Familien hier meistens oder oft kochen. Einfach ein, ja, kleines Feuer machen, Holz oder das sind oft Kokos, Baum, Kohle. Ja, mit Lut wird da gegrillt, richtig gemütlich. Ja, und das Ganze, das macht natürlich dann ja, den Menschen hier sehr zufrieden. Der ist mit, ja, sehr wenig eben zufrieden. Ja, und das finde ich wirklich schön. Wie gesagt, wir sind fast den ganzen Tag immer bei ihr zu Hause. Und ja, mich freut es einfach natürlich sehr, das erfahren, erleben zu dürfen und dass die Familie mich da sehr gut aufgenommen hat. Ja, es ist wirklich schön, sehr herzlich natürlich. Die schauen immer, ob mir etwas fehlt, die verhätscheln mich, ja, als Gast bei ihnen. Und ja, es ist auch schön mit zu erleben und zu sehen, ja, wie die Familie untereinander umgeht. Jeder ist immer fröhlich, es wird immer gelacht und die Nachbarschaft kennt sich logischerweise sehr gut. Kommt immer wieder mal jemand auf Besuch vorbei, auf einen kleinen Plausch und ja, oder auch mal auf einen thailändischen Whisky. Ja, habe ich natürlich auch schon probiert, aber mittlerweile wissen sie, dass
ich kein Whisky-Trinker bin. Ja, aber wie gesagt, ich will eben nur erwähnen, alles ganz locker, easy. Und aber wie gesagt, was mir am meisten auffällt, ist wirklich, sagen wir kurz, ja, also ich fühle mich mittlerweile wirklich etwas, ja, das Wort trifft es schon zu, etwas abgehärtet irgendwie. Denn natürlich ist es so, wenn man bei uns in unserer luxuriösen Welt in Europa, ja, ich weiß nicht, natürlich ist es schön, wenn alles super sauber ist, sehr clean, aber das muss nicht sein, um leben zu können. Hier ist alles nicht ganz so heikel leben, man nimmt ja nicht alles so ganz genau wie in Österreich oder auch in Deutschland und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das vereinfacht vieles und ja, das wollte ich einfach mal erwähnen und weitergeben. So ein einfaches Leben eine Weile zu erfahren, mitzuerleben, das tut auf jeden Fall sehr gut. Ja. Und dann denkt man manchmal, wie gesagt, an den Luxus von zu Hause und man schaut dann das einfache Leben hier wieder an. Und ja, also ich fühle mich sehr wohl dabei hier. Ja, das ja, war es bei diesem spontanen Video wieder mal. Ja, einfaches Leben, aber ja, irgendwie fühle ich mich auch etwas gereinigt. Ja. Also, die Sonne geht, glaube ich, bald auf hier hinten. Richtig schöner, angenehmer Morgen. Nicht heiß, nicht kalt. Perfekt. Okay Leute, das war es bei diesem kurzen, spontanen Tauchvideo. Danke für das Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.